Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen den KFC Uerdingen. Endstand 2:1 für die Gäste aus Uerdingen. Das Spiel heute im Südstadion sahen 3430 Zuschauer. Darf meine Trainer hier oben begrüßen und den Gast Stefan Krämer und seine Gäste bitten. Ja, das war's. Hallo alle zusammen. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich kann mich noch nicht wirklich so richtig freuen. Wobei man ja sieht, wie hart und schwer jeder Dreier in der Drittliga erarbeitet und erkämpft werden muss. Weil Mario Erb sich eben schwer verletzt hat. Die Diagnose steht noch nicht, aber die Prognose ist sehr schlecht. Wir tippen so auf Kreuzbandverletzung. Auf der anderen Seite muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie haben sich in der Halbzeit, ähnlich schon mal, wie wir eine Verletzung hatten, in Münster, eingeschworen, dass man für den verletzten Spieler alles reinknallt, um jeden Grashalm fightet. Und das muss ich der Mannschaft zugestehen. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht alles richtig gemacht, aber wir haben die Intensität und die Bereitschaft auf den Platz gebracht, die du einfach in der dritten Liga haben musst. Das war in den letzten beiden Spielen bei uns, da fand ich, nicht so, so kompakt und so mit aller Konsequenz wie heute. Ich fand schon, dass in der ersten Halbzeit die Fortuna vor allem über die Außenpositionen, deswegen haben wir in der ersten Halbzeit schon einmal das System etwas geändert, um die Außenpositionen besser zuzukriegen. Sie sind aber ein paar Mal durchgekommen, da haben wir es im Zentrum ganz vernünftig verteidigt, aber in den Konter- und den Umschaltmomenten, fand ich, haben wir zu oft noch die falsche Entscheidung getroffen. Nach der gezwungenen Umstellung in der zweiten Halbzeit fand ich es deutlich besser. Wir waren besser im Spiel, wir hatten bessere Ballbesitzzeiten, wir hatten auch um das Tor rum oder kurz vor dem Tor, hatte ich schon draußen das Gefühl, dass wir das Spiel besser in den Griff kriegen. Und wir haben, anders wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben, die Bälle nicht mehr vor die Kette gespielt, weil wir da im Moment ein Problem haben in der Ballbehauptung und in der Spielfortsetzung, sondern wir haben den Block noch ein bisschen tiefer geholt und haben die Spieler darauf eingesprochen, die Bälle hinter die Kette zu spielen, weil wir im Moment in unserer Offensivlinie eher Tempospieler haben und weniger Spieler, die mit dem Rücken zum Tor die Bälle gut festmachen können. Und das hat dann zum 1-0 glücklicherweise geführt. Und nach dem 1-0 fand ich uns auch noch vernünftig, das war alles okay. Als dann das 2-0 gefallen ist, war ich mir trotzdem noch nicht sicher, weil ich kenne Uwe, ich weiß, wie seine Mannschaften ticken, die sind fit, die sind heiß bis zum Schluss, glauben die an sich. Und ich war mir relativ sicher, dass das bis der Schiedsrichter abpfeift eine enge Kiste wird. Und mich ärgert natürlich das Gegentor, weil wir im Ballbesitz waren, weil wir den Ball hergegeben haben ohne Not und dann noch 3 Minuten zu überstehen haben, wo Fortuna viele große Spieler in die Box bringt, wo noch eine Ecke passiert, wo der Ball immer so runterfallen kann, dass noch was passieren kann, und wenn dann noch das 2-2 gefallen wäre, hätten wir uns doof angeguckt. Von daher bin ich natürlich heilfroh, dass wir nach 2 verlorenen Spielen in der englischen Woche heute gewonnen haben. Hoffe sehr, dass ich, wenn jetzt gleich zu Mario ins Krankenhaus fahre, dass ich ihn wieder ein bisschen aufbauen kann. Das Ergebnis wird das schon tun, aber natürlich ist so ein Junge dann auch erstmal geknickt und wird von uns jede Unterstützung bekommen, dann relativ schnell wieder zumindest den Kopf nach oben zu kriegen. Dankeschön. Danke, Herr Krämer. Dann Uwe, deins, sollst du noch? Ja, zunächst einmal natürlich zum einen Gratulation an Uerdingen und zum zweiten logischerweise von mir aus auch gute Besserung für den Spieler. Ich stand ja unmittelbar in der Szene direkt vor Mario und er hat sofort signalisiert, dass da irgendwas passiert ist. Deswegen glaube ich, ist die Selbsteinschätzung von Spielern, gerade wenn sie so erfahren sind, die waren auch immer ein ganz guter Hinweis darauf, dass das leider Gottes jetzt keine Bagatellgeschichte ist. Im Spiel, glaube ich, haben wir in der ersten Halbzeit mit Ausnahme des Torabschlusses sehr, sehr viel richtig gemacht. Wir haben eine sehr gute Intensität ins Spiel gebracht. Wir haben aus meiner Sicht Uerdingen in der Umstellung auf die Dreierkette sehr gut angelaufen. Ich glaube, es war ein Vorteil, dass wir inhaltlich, weil ich nicht damit gerechnet habe, aber Osnabrück genau auf die Art und Weise vorbereitet haben, weil die sehr gern das Spiel aus einer Dreierkonstellation nach vorne bringen. Insofern war es dann leicht, vor dem Spiel zumindest so eine Idee zu entwickeln, wie wir unsere DNA auf den Platz bringen können, sprich möglichst schnell wieder in Ballbesitz zu kommen, vorwärts zu verteidigen, ohne dass wir großartig in Verschiebebewegungen müssen. Das haben wir ganz gut gemacht. Wir haben aus meiner Sicht eine gute Spielidee gehabt, auch bei eigenem Ballbesitz, zwar wieder mal etwas rechtslastig, obwohl diesmal Dodo Ernst auf der Seite gefehlt hat, aber am Ende hat uns jegliche Qualität gefehlt, um und am Strafraum die richtige Entscheidung zu treffen. Wir haben viele, viele Flanken einfach dem Gegner in die Füße gespielt,
haben leider Gottes auch in vielen Situationen einfach den Abschluss nicht gesucht, was mir in so einem Spiel sehr, sehr wichtig ist, um gegen eine so starke Truppe wie Uerdingen einfach in einen Rhythmus zu kommen. Da war das Spiel mir etwas zu verzockt. Trotzdem, glaube ich, müssen wir nicht darüber reden, dass wir mehr Kapital aus einer solchen ersten Hälfte schlagen müssen. In der zweiten Halbzeit habe ich ein komplett anderes Gesicht meiner Mannschaft gesehen. Von der ersten Sekunde an hatte ich das Gefühl, wir haben leichte koordinative Probleme. Die Spielfortsetzung war nicht mehr so sauber, wir waren nicht mehr so griffig in den Zweikampfsituationen. Mit Sicherheit gehört auch immer ein Gegner dazu. Das war schon gegen Lotte so, als nach einer überlegenen ersten Halbzeit der Gegner umgestellt hat und wir dann einfach nicht mehr so diese Galligkeit hatten. Und da hat dann Uerdingen in der ersten Phase aus meiner Sicht etwas mehr Ruhe ins Spiel bekommen. Und dann natürlich schon angedeutet, wo eine ganz, ganz große Gefahr liegt, nämlich in den tiefen Laufwegen von Aigner. Und das hätten wir bei den ersten zwei Bällen in die Abwehr schon spüren müssen, dass wir uns dort deutlicher absetzen, dass wir mit dem Zeichen, dass ein langer Ball gespielt wird, nach hinten fallen. Wir haben es dann immer auf Laufduelle ankommen lassen. Da sollte man dann Aigner kennen. Ich glaube, es gibt nicht so viele schnellere Spieler im Profifußball. Und einer dieser Bälle hat dann dazu geführt, dass das 1 gegen 1 gegen Rehn zum 1-0 führte. Mit dem Rückstand haben wir völlig den Faden verloren, das muss man so deutlich sagen. Wir hatten gar keine Spielanlage mehr, wir sind uns oftmals in den Weg gelaufen, haben überhaupt keine Flügellastigkeit mehr im Spiel gehabt, sondern genau dorthin gespielt, wo Uerdingen seine Körper die stärksten Spieler hat, nämlich ins Zentrum. Und deswegen war die Entstehung mit Sicherheit ärgerlich, weil es ein wiederholtes, direktes Freistoßtor gegen uns ist. Aber am Ende war das auch ein verdientes 2-0. Wir hatten trotzdem noch Möglichkeiten, den Anschluss zu machen. Da haben wir mit Sicherheit derzeit große Probleme in Sachen Effizienz. Und so war am Ende nur noch Ergebniskosmetik möglich. In Summe, ja, zum Abschluss dieser englischen Woche, glaube ich, müssen wir uns von Spielanlage, Idee und Überlegenheiten einfach verabschieden. Wir müssen realisieren, dass unser Punkteschnitt der eines krassen Absteigers ist. Das ist Fakt. Da muss ich jetzt nicht in irgendeiner Form Dinge überspitzen, sondern wenn du eben mit 11 Punkten aus 10 Spielen die ganze Konstellation hochrechnest, dann wirst du bei 4 Absteigern, die man uns in der dritten Liga eingebrockt hat, eben nur schwer überlebensfähig sein. Darüber hinaus haben wir schon das eine oder andere körperliche Problem, was wir heute ins Spiel gestellt haben, weil Kegel krank war, sich trotzdem zur Verfügung gestellt hat. Brandenburg hat man gesehen, große körperliche Probleme hat. Dazu sind noch ein, zwei kleinere Dinge im Spiel dazugekommen. Deswegen glaube ich, das wird nicht besser. Und da muss ich erst mal sehen, dass ich in der kommenden Woche ja, einen neuen Geist in diese Mannschaft bringe. Und dieser neue Geist, der muss sich verabschieden von einer guten Spielanlage, von der überlegenen Art, über Ballbesitz das Spiel nach vorne zu strukturieren. Sondern das muss ich dann, wie häufig in den letzten 5 Jahren, auch bei gestiegener Qualität, komplett reduzieren auf Punkte. Das ist die Wahrheit. Danke, Uwe. Gibt es Fragen von Andi beim Trainer? Sehe ich nicht. Dann vielen Dank für das Interesse und bleiben Sie gesund.